Ob Indien oder Namibia, Hans Schröck ist mit seinen 20 Jahren schon viel herumgekommen, auch durch seine Liebe zur Musik. Reisen mit dem Schulorchester, dem Bundesjugendorchester oder Jugendmusiziert sind aber erstmal nur eine Erinnerung. Derzeit spielt sich das Leben des Musikstudenten hauptsächlich in seiner WG in Karlsruhe ab. Die Corona-Krise hat auch sein Leben verändert. Das Reisen ist natürlich jetzt ein absolutes Luxusproblem. Dass das nicht geht zurzeit, ist natürlich schade, aber wirklich das Geringste. Was wirklich schwer zu verstehen oder schwer sich selber klarzumachen ist, dass man nicht für seinen Beruf wirklich was tun kann. Denn keine Vorspiele, keine Auftritte, kein Applaus und kein Publikum, das ist ein Problem für den jungen Cellisten. Ein wenig Abwechslung bringt dieser Novembersonntag. Kurzausflug statt Fernreise. Das Ziel ist der Karlsruher Stadtteil Palmbach. In der Waldenserkirche ist Hans Schröck musikalischer Protagonist im Gottesdienst von Anne-Helene Kratzert. Solidarität auf Abstand heißt ein Projekt, das die Pfarrerin gemeinsam mit ihrem Mann initiiert hat und dem sich benachbarte Stadtteile angeschlossen haben. Die Kirche engagiert für ihre Gottesdienste junge Musiker, um ihnen durch die Krise zu helfen. Gerade jetzt, wo zum Jahresende eigentlich Hochsaison wäre. Mit Requien, Advents- und Weihnachtskonzerten. Es gibt junge Musiker, die ziehen wieder bei ihren Eltern ein, die leben wieder von der Unterstützung durch die Eltern. Und das sind eigentlich ganz tragische Situationen. Also haben wir gedacht, gerade wir als Kirchen müssen doch irgendwas machen aus diesem Privileg, dass wir unsere Veranstaltungen stattfinden lassen dürfen. Hans Schröck spielt Bach an diesem Sonntag. Jede Musik brauche ihren Raum und Bach komme in der Kirche besonders gut. Durch den typischen Hall, sagt er. Schröck ist nicht getauft und nicht gläubig. Und trotzdem ist sein Auftritt in der Waldenserkirche ein Lichtblick, eine seltene Möglichkeit, seine Berufung zu leben in dieser Zeit. Wir versuchen, Auftrittsmöglichkeiten zu bekommen, die Bühnensituation zu trainieren. Das ist sehr wichtig. Und um nicht immer nur vor sich hin zu studieren und vor sich hin zu üben, sucht man Vorspielmöglichkeiten, Konzertmöglichkeiten und um natürlich auch sein Studium nebenbei ein bisschen besser finanzieren zu können. Aus Sicht der Gemeinde sind die Engagements junger Musiker mehr als nur eine Hilfestellung. Sie sind gewinnbringend für beide Seiten. Denn auch die Gestaltung von Gottesdiensten ist derzeit eingeschränkt. Da bietet die Musik Chancen zur Aufwertung. Das können natürlich keine Konzerte sein, die wir hier veranstalten, sondern das Ganze muss sich irgendwie in unseren liturgischen Ablauf einpassen. Das heißt, die Musiker und Musikerinnen werden gebeten, unsere Choräle zu spielen, am besten irgendwie im Wechselspiel mit der Orgel. Wir dürfen ja auch nicht singen im Moment. Ich darf ja als Organist, als Kantor, da wird mein Beruf dann wirklich aufgewertet, dann ich darf noch singen und ich singe auch dann die Choräle. Ich spiele sie nicht nur, sondern ich singe sie auch von der Orgel aus. Und wenn da noch ein Instrument dabei ist, ist das wunderbar. Ich fand es also großartig, schon von der Idee her. Und da ich selbst viele Jahre hobbymäßig Musik gemacht habe, ist mir das natürlich ein besonderes Anliegen, wieder Musik in den Gottesdienst zu bringen. Ich war sehr berührt. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, für mich ist überhaupt die Kirche, Gott, unheimlich wichtig. Und dass die Musik auch. Ich war selbst Cellist und habe hier im Theater gespielt. Ich weiß, was Cello spielen bedeutet, welche Schwierigkeiten, welche Schönheiten in diesem Instrument stecken. Und ich war sehr beeindruckt von dem, was der junge Mann da gespielt hat. Es sind nicht nur die Bühnen, es ist nicht nur der Applaus, was Hans Schröck derzeit fehlt. Sein Alltag ist schwieriger und komplizierter geworden, auch sein Studium. Im dritten Semester studiert er an der Musikhochschule Karlsruhe.
mit bis vor kurzem unbekannten Herausforderungen. Aufgrund der Corona-Verordnung ist nämlich die Nutzung der hochschuleigenen Übungsräume nur noch sehr eingeschränkt möglich. Es ist natürlich unglaublich kompliziert und man kann nicht immer ewig lange zu Hause abends noch üben, wegen der Nachbarn einfach, auch aus Rücksicht. Und das, was mich am meisten getroffen hat durch die Pandemiesituation, ist, dass ich mich jetzt auch umgucken musste nach einem anderen Raum zum Üben noch zusätzlich. Ich bin in eine Musikschule ausgewichen, das ging, sind aber natürlich auch weitere Kosten, die jeden Monat da auf mich zugekommen sind. Hans Schröck will seinen Weg gehen. Kein leichter Weg. Wer Berufsmusiker werden will, wächst ohnehin mit Zukunftsängsten auf, sagt Schröck. Das sei schon vor der Pandemie so gewesen. Jetzt mit der Corona-Situation, es ist schon sehr belastend, weil man noch mehr hört. Wir müssen uns einen anderen Job suchen. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Und man hat das Gefühl, dass sich einem regelrecht Wände auftun, gegen die man läuft. Es sind kleine Reisen wie die zum Kirchenauftritt, mit denen sich Hans Schröck derzeit begnügen muss. Das nächste richtige Reiseziel liegt hoffentlich wieder weiter weg. Der Zeitpunkt, bis Fernreisen wieder möglich sind, hoffentlich nicht. Im Oktober 1940 wurden wie hier in Bruchsal badische Jüdinnen und Juden mitten aus ihrem Leben und aus der Gesellschaft gerissen. 5600 Menschen, alte und junge, Frauen, Männer und Kinder, deportiert ins südfranzösische Lager Gürs. In Neckarzimmern erinnert ein Mahnmal an jede und jeden einzelnen von ihnen. Eine Gesamtskulptur in Form des Davidsterns, im Laufe der letzten 15 Jahre gewachsen durch das Werk vieler Hände. Jugendgruppen haben Stein für Stein gestaltet. Dieser ist neu, er kommt von Konfirmandinnen aus Nussloch, südlich von Heidelberg. Ausgangsmaterial ist ein Felsblock aus dem örtlichen Steinbruch, den sie unter Anleitung eines Steinmetzes an mehreren heißen Sommertagen unter Schweiß und Anstrengung bearbeitet haben. Im Hinterkopf immer diejenigen, an die der fertige Gedenkstein erinnern soll. Manche die sind einfach weggeschleppt worden, einfach von jetzt auf später Haustür aufgestoßen und mitgenommen. Und das finde ich besonders schlimm, weil das kann man einfach keinem Menschen richtig antun, einfach seine Familie wegzunehmen. Der Stein aus Nussloch ist ein gutes Beispiel dafür, dass Gestaltungsideen entstehen, wenn die Jugendlichen sich regelrecht abarbeiten und hineinfühlen in das, was damals passiert ist. Dann fiel eben das Wort rausgerissen aus der Gemeinschaft und die Gesellschaft auseinandergerissen sozusagen. Und dieser Prozess des Auseinanderreißens, den konnten wir im Stein dann auch durchführen. Und dann kam auch gleich wieder der Gefangenentransport, eingesperrt in diesen Güterzügen, auch vergittert. Ne? Und dann kam gleich die Idee, ja, da wird dann auf Distanz aufeinandergesetzt, die beiden Blöcke. Und dann könnte man nochmal solche Stäbe zusätzlich anbringen, um eben diese Situation, dieser enge Raum, der da drin entsteht, und dann noch vergittert, dass man so praktisch ein starkes Bild hat. Jonna und den anderen Konfirmandinnen war es besonders wichtig, auch die einzelnen Namen ihrer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger auf dem Gedenkstein festzuhalten. Konkrete Menschen statt abstrakter Fakten, das ist ein Kernelement des Projekts. Besonders eindrücklich sind dabei Begegnungen mit Zeitzeugen wie Kurt Salomon Meyer, der immer wieder für Vorträge und Gespräche aus Washington anreist. Jugendliche heute, für die ist das genauso ein Thema, wie wenn sie sich mit Römer oder dem Mittelalter beschäftigen. Das ist für die sehr, sehr weit weg. Dann kommt aber jemand, der ihr Urgroßvater sein könnte und fängt plötzlich an, über diese Dinge zu erzählen, bringt viele Fotos mit und dann wird das lebendig. Und dann kommen nachher und wollen Autogramme von ihm haben. Die zentrale Gedenkstätte ist nur ein Teil des Projekts, denn jeden der Steine gibt es zweimal, einmal in Neckarzimmern und einmal im Heimatort der jüdischen Familien. Mehr als 120 kleine Gedenkstätten in ganz Baden, wichtig vor allem im ländlichen Raum.
In Dörfern hat es eine größere Wirkung entwickelt, das ist eindeutig, weil in den Städten eine andere Situation vorherrscht. Also gibt es viele Kirchengemeinden, gibt viele Denkmäler, auf dem Dorf fehlt es größtenteils und da ist jetzt sehr viel entstanden. Geschichtswissen allein reicht dabei offenbar nicht, wie ein Besucher der diesjährigen Gedenkfeier unverblümt auf den Punkt bringt. Vor allem, wenn man sieht, dass so die AfD-Leute da im Bundestag sind und was sie für eine Kacke einfach raushauen, das ist dann schon krass. Und dann fragt man sich, was da eigentlich hängen geblieben ist. Wenn man sich den Höcke anschaut, der ist Geschichtslehrer und soll das eigentlich am besten wissen und ist da ganz rechts. Ganzheitliches Gedenken, so könnte man den Ansatz des Mahnmals in Neckarzimmern beschreiben. Dass die Geschichte auch in den Händen und Herzen ankommt, nicht nur in den Köpfen. Auch wenn es Zeitzeugen bald nicht mehr gibt und auch keine neuen Steine. Fast alle badischen Orte, in denen einst Juden lebten, sind inzwischen in Neckarzimmern vertreten. Das Brot von Boris schmeckt mir besonders gut. Nicht nur, weil der Dinkel nicht gespritzt wurde. Nicht nur, weil ich durchs Schaufenster der Bäckerei zuschauen kann, wie es geformt und gebacken wird. Das Brot von Boris schmeckt mir deshalb besonders gut, weil er so strahlt, wenn er die Brezen legt oder das Brot aus dem Ofen holt. Und weil er in dieser Bäckerei dazugehört. Boris hat das Down-Syndrom. Mit seiner Behinderung könnte er in einer normalen Bäckerei nicht mithalten. Es ginge dort alles zu schnell für ihn. Keiner könnte sich um ihn kümmern. Er wäre ihnen eher eine Last. Denn Boris, den geben wir nicht mehr her, sagt sein neuer Chef. Er passt wunderbar in unser Team. Zusammen mit den anderen 5 Mitarbeitenden mit Behinderung in unserer Bäckerei backen wir die besten Brötchen in der Stadt, schmunzelt der Bäckermeister. Zurzeit begegne ich in unserer Stadt Menschen, die den Schwachen eine Chance geben, die wie der biblische David mit einem scheinbar übermächtigen Goliath kämpfen. Zum Beispiel der Bäckermeister, der Boris Arbeit gibt. Mit Liebe, Mut und Gottvertrauen schafft er es wie David gegen Goliath. Jetzt noch ein leckeres Honigbrot. Boris macht es möglich.